Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, der bärtige Björn, und es gibt hier eine weitere Episode von Björns Ballereien. Wieder mal Sie hauen. Und gleich zu Beginn werde ich mal kurz anmerken, ihr habt die ersten überragenden 2 Minuten eines weiteren bärtigen Björn Gameplays verpasst. Also, wie immer, Mega-Metzeleien und viele Tote. Leider, leider konntet ihr das nicht sehen wegen irgendeiner Host-Migration und irgendwas mit dem hier, wie heißt Theatermodus, irgendein Problem, und deswegen wurde das dann in 2 Teile geteilt. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, wie ihr seht, ist es wieder Seatown. Ich habe die PP90 mit Schalldämpfer dabei. Vielleicht auch erweiterte Magazine, ja, ich glaube erweiterte Magazine. Und ich habe hier eine sehr interessante Taktik mal benutzt. Ich weiß nicht, ob ich einer der wenigen bin, die das ausprobiert haben, oder ob ich einfach noch nicht gemerkt habe, dass es möglich ist. Auf jeden Fall ist mir das vor kurzem aufgefallen, dass wenn man Hardliner Prone mitnimmt und nur die UAV als Killstreak, kriegt man alle 2 Kills eine UAV. Und das bedeutet, dass man praktisch durchgehend UAV hat, also so eine Art UAV-Hack. Bloß halt legal, sage ich jetzt mal. Und das habe ich hier in dem Spiel gemacht, und ihr werdet sehen, das hat mit großem Erfolg funktioniert. Ich kriege jetzt hier schon wieder die nächste Drohne. Wenn man sich das mal durchrechnet, kriegt man für ein Frei für alle dann maximal 14 UAVs. Falls ich jetzt hier keinen groben Schnitzer gemacht habe, falls ja, könnt ihr es mir ja schreiben. Also 14 UAVs, und ich glaube, jede UAV dauert 30 Sekunden. Irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich 30 Sekunden. Sagen wir einfach mal 30 Sekunden. Das bedeutet, ihr habt, scheiße Mathe, 420 Sekunden an UAV. Das sind knapp 7 Minuten. Das ist also durchschnittliches FFA, sagen wir mal, dauert ungefähr 7 Minuten. Das heißt, ihr habt von Anfang bis Ende UAVs. Was, wie ich finde, ziemlich hilfreich sein kann. Vor allem, wenn natürlich die Gegner keinen Attentäter nehmen, sonst ist die Taktik natürlich ziemlich sinnlos, denn dann sieht man ja keinen, also dann bringt die UAV überhaupt nichts. Aber hier in der Runde hatten von den 7 Gegnern, sagen wir mal, wie viele ungefähr? 5, 6 kein Attentäter. Also wusste ich über diese 5 durchgehend Bescheid, wo sie sich aufhalten. Und das habe ich natürlich eiskalt ausgenutzt. Und mein Gott, die hatten dann keine Chance, weil ich komme um die Ecke, weiß, die sind da. Bumm, Kill. Und schon wieder die nächste UAV. Wenn man das dann, wie ihr hier seht, noch mit dem tragbaren Radar verbindet, hat man auf einem Fleck hier noch eine extra UAV. Also ich nehme jetzt hier das Haus hier hinten. Da habe ich dann noch durchgehend UAV. Also da kann nichts mehr schief gehen, wenn jetzt nicht gerade einer mit Attentäter kommt. Das Problem natürlich ist, wenn dann eben doch jemand Attentäter hat, verlässt man sich manchmal zu sehr auf diese UAVs und sammelt blöde Tode, die nicht sein müssten. Noch kurz, warum habt ihr so lange kein Video mehr von mir gesehen? Das hat ein ganz einfaches Problem. Ihr kennt es bestimmt alle als PS3-Zocker, der Y-Lord, glaubt, spricht man so aus, also Yellow Light of Death, hat bei mir zugeschlagen. Traurig aber war, meine nun wir schon 4 Jahre alte PS3 ist zu meinen Brüdern nach Ragnarok gegangen und hat mich verlassen. Und deswegen hat es jetzt ziemlich lange gedauert, um eine neue zu kriegen, weil dann habe ich mir eine neue geholt. Und dieses widerliche Stück Plastik hat es gewagt, den bärtigen Björn gleich wieder abzukacken. Da ist dann der Laser oder was weiß ich kaputt gewesen. Und aus diesem einfachen Grund habt ihr jetzt so lange nichts mehr von mir gehört. Was weiß ich, 13. 2, 3 Wochen. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber ich denke, ihr habt das schon überlebt. Ihr 16 treuen Abonnenten da draußen. Ja, 16. Ganze 16 Abonnenten haben wir schon hier. Auf diesem haarigen, breit gebauten und Wikinger-Schweißtriefenden Kanal. Auch wenn jetzt Schweißtriefen vielleicht nicht so ansprechend klingt. Sagen wir mal, haarig und breit gebauten Kanal. Natürlich Wikingerhaft gehört auch dazu. Wenn es sein muss, kann natürlich auch mal schweißtreibend dazukommen, wenn wieder Dead Space richtig Spaß macht, wie mein Wikingerbruder Olaf euch bestimmt mitteilen kann.
Dann kann auch mal durchaus schweißtriefend zu unserem Kanal hinzukommen. Das ist auf jeden Fall aber nicht der Hauptgrund, denn der haarige Olaf ist natürlich stets furchtlos dabei. Ist ja auch egal. Zurück zum Spiel. Hier sind wir jetzt gerade bei 21 Kills, glaube ich. Ich kann es nicht gut sehen. Ja, es müssten ja doch sind 21 Kills. Und ja, diese ersten 14 Kills, glaube ich, war eine Serie. Und das zeigt ganz klar, dass man mit diesem Setup, mit diesen also Dauer-UAV sozusagen, gut und gerne mal schnell eine Moab zusammenschustern kann. Wenn ich hier jetzt nicht so blöd durch eine Claymore gestorben werde, wäre das vielleicht noch etwas länger weitergegangen. Auf jeden Fall ist das für alle, die nicht denken, dass Spezialist für eine Moab unbedingt nötig ist, unbedingt empfehlenswert. Also wer diese ganzen Perks, was weiß ich, hier, wenn ich jetzt auf der PB90 nicht unbedingt Meisterschütze brauche und Aufklärung oder was weiß ich, wie das ganze Zeug heißt, dann ist das hier auf jeden Fall eine bessere Variante, als dann mit normalen Killstreaks rumzulaufen oder auch dem Unterstützungspackage, was dann viele machen, also so Drohne, verbesserte Drohne und EMP oder sowas machen ja dann viele. Da denke ich, dass es hier doch erstens deutlich mehr bringt und zweitens, ja, es bringt einfach mehr. Also da ist kein zweitens dahinter. Also schaut euch das hier unbedingt mal an, wenn ihr mal wieder Lust habt auf was anderes. Ist es hier auf jeden Fall eine Taktik, die man mal verwenden kann. Und hier ist jetzt schon mein letzter Kill. Schön gepreshottet. Genau, ich freue mich über jede Likes, Abos oder Kommentare. Ah, außer ihr wollt den bärtigen Björn beleidigen, aber ich denke, das war keiner von euch kleinen Zwergen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht stutzen, nicht rasieren.